Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Evolved. Ich muss die letzte Aufnahmereihe, die war der letzte Schrott. Dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen. Es war irgendwie einfach, es hat alles nicht so richtig gepasst. Aber so Dinge gibt's auch. Ich möchte euch das auch nicht vorenthalten. Kann halt einfach auch mal passieren. Und ich fühlte mich halt morgen dann wohl auch doch nicht so fit, wie ich gedacht habe. Und jetzt habe ich seitdem, also jetzt ist es heute Mittag, also oder abends, sagen wir mal besser, habe ich auch ein bisschen gefarmt, alles ein bisschen hergerichtet. Und ihr seht auch, ich habe unsere schwarzen Bären fast komplett weggemacht, alles umgearbeitet hier in Betäubungszeug. Und den Rest habe ich schon in Pfeile umgewandelt. Wir haben jetzt einen ordentlichen Vorrat an Pfeilen für später kommende Projekte. Warte mal hier. Hier sind auch noch ein paar Pfeile, aber ich zeige euch jetzt was. Na, da müsste ich mal eigentlich an den Kopf klatschen dafür. Warte, zuerst hole ich mal meine Rüstung, bevor ich die komplett vergesse. Zack. Ich habe auch wieder weiteres Metall gefarmt. Und ja, hier Werkbank. Ne? Die Werkbank war übrigens, das ist der Stand der Werkbank, als ich die letzte Aufnahmereihe aufgehört habe. Und guck mal da. Wir hätten den Alu locker gezähmt bekommen damit. Bin ich mal 100% sicher. Naja, ist jetzt nicht mehr machbar. Das war halt schon in der Werkbank drin, das Zeug. Das habe ich jetzt nicht nachträglich reingelegt oder so. Aber ich habe die Werkbank mal ein bisschen geordnet. Und als allererstes machen wir was Lockeres zum Reinkommen. Wir bauen mal die Tore hier endlich auf. Achso, ein Alu-Sattel habe ich übrigens auch schon mal gemacht. Wenn wir den gleich vielleicht aktivieren, den Alu. So, jetzt hole ich mal die Tore hier unten auf die Schnellleiste. Und das Tor auch auf die Schnellleiste. Die Tore können wir dann später reinbauen. Erstmal den Rahmen stecken. Und jetzt müssen wir mal gucken. Das habe ich auch alles gefarmt offscreen jetzt und habe es auch schon gebaut. Ich habe gedacht, komm, das Bauen dauert ja auch eine Zeit lang. Da können wir in der Folge direkt loslegen. Das machen wir erstmal locker und dann gehen wir nochmal die Mission machen. Obwohl, es ist gerade nicht so heiß. Okay, aber ich weiß nicht, ich will jetzt die Mission nicht machen. Können wir hier irgendwie den Felsen mit einbauen? Nee, eigentlich nicht. Wir müssen hier drum bauen oder durchbauen. Hier am besten so durchbauen, ne? Weil sonst könnte immer noch was von oben reingelaufen kommen und das wollen wir eigentlich auch nicht. Glaube ich zumindest mal, dass... Oder kommen die da hoch? Kommt man da hoch? So einfach als die nur, ich weiß es nicht. Oh, ich komme nicht mal mehr raus hier. Okay, gucken wir doch einfach mal. Ja, ein Dino dürfte eigentlich, bis auf den Rex vielleicht, dürfte hier eigentlich nichts so einfach hochkommen. Vielleicht können wir den Felsen einfach als Dings benutzen, als Rahmen. Und dann quasi die Tore von hier aus starten. Ich glaube, ich probiere das einfach mal. Was wir uns sparen können, das sparen wir uns dann auch irgendwo, weil so viele Tore haben wir auch nochmal nicht. Ich glaube, das reicht nicht mal für die ganze Umrandung. Aber wie komme ich in den Felsen hier rein? So. Ja. Bisschen beschwerlich gerade. Vor allem, man sieht das Tor nie so richtig. Ich muss mal in die Orbit-Kamera wechseln. So, wie war das rauszoomen? So. Okay. Ja, so ist es doch schon fast gut. Ne? So steht er halt da unten in der Luft. Das geht mal auch ein bisschen auf den Sack, dass hier keine Höhenausgleiche gemacht werden. Ja, und jetzt baut das wieder hier hin. Völlig utopisch zum Teil, wo der hinbauen will, in die Luft hier. Ne? Sonst heißt es immer, man hat keinen Ankerpunkt und hier baut er das Teil mitten in die Luft rein. Ach, wisst ihr was, das geht mal gerade schon wieder auf den Zeiger. Vor allem, ich kann so nicht steuern. Komm, ich muss hier. Ich baue das jetzt einfach hier rein. Da kommt ja auch kein Dino durch, da oben. So. Dann haben wir das erste Tor gelegt. Das zweite steht dann eben jetzt hier in der Luft. Das ist mal gerade scheißegal. Oder wir bauen es hier so, dass es in dem Felsen hier drin ist. Nee. Kommt drauf geschissen. Hauptsache, wir haben jetzt mal eine Fläche abgesteckt. Muss jetzt ja noch nicht die größte sein. Wir können immer noch nach hinten raus ausbauen. So. Ja, steht dann eben in der Luft. Wir können das vielleicht noch ein bisschen ausgleichen, indem wir das hier so hinstellen. So kann man das dann nochmal ein bisschen... Oder wir könnten eine Foundation drunter setzen, aber ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal so. Und zwar ein bisschen Schräglage nach da. Zigarette ausgegangen. Ja. Ah,
Ja, da werden wir auch nicht unbedingt wirklich weit kommen mit diesen Toren. Oh, guck mal, das hat gerade automatisch gesnappt, glaube ich. Ist ja was ganz Neues. Und so bauen wir dann jetzt irgendwie einfach mal rum. Oh, verdammt, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich setzen. Wir versuchen natürlich auch ein bisschen das Maximum rauszuholen, dass es so wenig wie möglich ineinander geht, aber auch so wenig wie möglich Lücken drin sind. Oh, ich komme ziemlich nah an unser Haus ran, sehe ich gerade. Das war ein bisschen blöd. Bauen wir hier nochmal so ein bisschen rum. Und ich glaube, vor dem Haus, da werden wir jetzt... das Behemoth-Tor hier hinblazen. Dass wir hier raus überall mit Behemoth kommen können. Und das ist jetzt so eine Sache, da sieht man gar nichts rein, theoretisch. Orbit-Kamera. Oh. Das ist echt beschwerlich zu setzen. Und da seht ihr auch, da haben wir auch wieder ein bisschen Höhenunterschied auszugleichen. Aber das ist mal egal. Jetzt gerade, wir bauen das jetzt einfach mal. Aber nicht so. Warte mal. Stellen wir es eher so ein bisschen hin. Weil dann können wir nämlich... Nochmal ein bisschen näher ran. Ne, nochmal ein bisschen weiter weg. So. Weil unsere Tore einfach nicht reichen. So, passt das jetzt? Ja, das passt. Okay. Dann, ja, bauen wir hier rum weiter. Wie gesagt, das wird nicht reichen. Aber wir haben zumindest mal ein klein bisschen... Schutz, sag ich mal. Nicht nach alle Seiten, aber... Ja. Ach so, ich habe euch noch gar nicht erzählt. Ich habe hier noch den Anbau gemacht. Ja, das habe ich schon gebaut. Da soll die Superforge später rein. Und dann können wir nämlich von drinnen hier quasi die Superforge auch holen. Die da kommen ja dann weg wahrscheinlich. Mal gucken, wie wir das machen noch. Und dann hätten wir so einen extra Anbauschuppen für den Superforge, dass er nicht so mitten in der Bude steht. Oder eben ungeschützt sonst wo, obwohl wir die auch eigentlich ungeschützt irgendwo hinstellen könnten. So, wenn wir jetzt hier bis zu diesem Berg gehen, würde das dann uns auch schützen? Oder kommt man hier rüber über den Berg? Nee, den kann man auch nicht abbauen, oder? Nee. Oh, vergiftetes Gas, ich hasse dich. Warum ist jetzt hier vergiftetes Gas? Ich platz bald auf, ey. Das Spiel will mich einfach nur noch foppen. Oh. Super. Komme ich jetzt hier auch nochmal raus, oder? Ah, hier, den kann man abbauen, okay. Aber wenn nicht, muss ich eben sterben. An Giftgas. Okay, also aber bis hierhin könnten wir rein theoretisch bauen. Den Rotz hier mal wegmachen. Und das hier ist quasi abbaubar. Das hier nicht mehr, oder? Doch, der ist auch noch abbaubar. Müssen wir jetzt einfach mal ausprobieren. Na, dann kommt man hier noch durch. Na, da könnte man aber Pillar aufstellen oder so. So, sorry, muss mal kurz das Handy lautlos schalten. Irgendjemand auf Discord. 8 Millionen Nachrichten schreiben. Okay. So. Dann futter ich hier mal. Trinke ich mal ein Schlückchen. Und wir haben noch ein Tor. Okay, das könnten wir jetzt natürlich auch noch hier umbauen. Oder wir bauen eben weiter hier, dass wir hier hinten rum noch zumachen. Allerdings ist auch blöd, wenn hier immer Giftgas entstehen kann. Aus allen Tümpeln. Das kann anscheinend aus allen Tümpeln entstehen. Das macht die Sache ein bisschen komplizierter. Hier würde man auch nicht einfach so rüberkommen, oder? Also, ja, doch ein anderer Dinosaurier könnten vielleicht doch hier rüberkommen. Aber wir müssen halt hauptsächlich auch nur an Dinosaurier denken, nicht an Spieler. Also müssten wir eigentlich das Tor doch durchziehen. Ja. Hier rum zumachen auch. Oder wir müssen eben... was wir auch machen können, wir können hier noch... Stachel
Piken, Metallpiken oder sowas ausstellen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dass die eben einfach nicht da vorne drauf hochkommen. Und dann könnten wir nämlich rein theoretisch von hier aus irgendwo weiterbauen. Oh Gott, das ist so krass hier gerade. Das Gebiet hier. Ich finde jetzt... ist echt schwer hier zu verteidigen, sag ich mal, oder eine Verteidigung drum zu bauen. Also zu verteidigen ist es wahrscheinlich nicht schwer, das kriegen wir noch hin, aber jetzt gerade mal am Anfang ist das Ganze gar nicht mal so ohne. Jetzt sehe ich natürlich wieder nichts. Die Kameraführung ist auch manchmal für den Bobbes. Wenn ich das jetzt so hinbaue, dann wird es schon deutlich schwerer hier reinzukommen. Wenn wir dann hier anknüpfen, ja, dann könnte das passen. So. Rüsten wir mal die Tore aus. Ich hoffe, dass wir jetzt wieder bald Gesundheit kriegen. Ich wollte nämlich noch wirklich einmal die Mission probieren, die wir letztens gescheitert haben. Wenn es hier gerade nicht so heiß ist, dann wäre das ja schon mal cool. Ne, mach doch. Sehr schön. Läuft. So, soweit haben wir. Da haben wir schon mal die erste Verteidigungslinie, sag ich mal. So einfach kommen die Viecher jetzt auch schon nicht mehr hier rein. Und dann könnten wir eigentlich schon mal den Alu hier hin positionieren. Ich hoffe es zumindest mal, dass die da nicht so einfach reinkommen. Wir werden natürlich noch weitere Schutzmaßnahmen vornehmen. Ja, genau. Und jetzt schmeiße ich erstmal wieder hier. Ist auch ordentlich Metall drin. Aber jetzt haben wir das wenigstens schon mal erledigt. Und das ist doch schon mal gut. Oh Gott, wie viel Zeug ich habe. Man kriegt hier aber auch wirklich sehr viel Materialien durch die Einstellungen. Das ist schon übelst utopisch. So, dann mach das mal. Aber wir können ja auch noch viel bauen dadurch. Wir haben nämlich jetzt auch schon viel gesammelt. Auch wieder Steine und Dings. Da können wir wieder weiter Truhe bauen. Das ist auch nicht schlecht, wenn man das so nebenbei farmt. Gibt Schlimmeres. So. Fernglas. Kommt hier hin. Dann gehen wir doch mal zur Mission und hoffen, dass wir die jetzt machen können. Würde mich freuen, wenn wir das jetzt irgendwie hinkriegen. Aber auch, hier habe ich auch sortiert übrigens. Ja, ich hatte irgendwie Langeweile. Mal alles ein bisschen sortiert. Und sag hallo. Ja, hallo. Hallo, mein Friend. Achso, ich wollte noch den Dings rausschmeißen. Wir müssen uns wirklich um Strom kümmern. Damit wir auch ein Cryo-Chamber bauen können. Gut, die Probebälle laufen nicht so schnell ab und da der Server ja auch aus ist, also das ist ja Singleplayer, und dann ist das eben auch gar nicht mal so schlimm. So, Pokeball, ich glaube, einen behalten wir auch gerade im Inventar. Kann man ja immer mal gebrauchen. Ich wollte noch den Sattel holen. Wo habe ich denn den gecraftet? Hier drin, glaube ich. Dann hätten wir schon mal hier auch ein Alu, auch wenn er relativ low ist. Aber besser als kein. Auch vielleicht erstmal ein bisschen... Oh, die sind gar nicht mal so low. Oh ja, der kriegt ja auch schon ein bisschen was im Gewicht dabei. Das ist schon mal gut. Oh, Ausdauer. Ausdauer ist Mango. Gerade bei dem Alu ist Ausdauer... Sollen wir mal gucken? Sollen wir mal was fressen gehen? Ich glaube, wir kommen hier durch mit dem Alu, oder? Jetzt gehen wir erstmal was fressen. Wir gehen mal gucken. Gehen jetzt mal gucken, was da so kann. Ja, hier gibt es aber kaum was. Außer was richtig Tödliches. Ich weiß nicht, hilft ein Schutzanzug eigentlich auch gegen... Da hinten haben wir doch einen Trike. Das können wir doch schon mal futtern. Oh, die Ausdauer, ja. Eben noch gesagt. Ja, und das dauert auch, bis die Ausdauer sich bei dem... Ey, das ist Megalania! Cool! Level 15. Tollwutschleuder. Was bist du, Trike? Level 90, okay, das können wir killen, hoffe ich mal. Oh, ich mache 24 Damage mit dem, das ist einfach unglaublich, ey. Das ist so wack.
Ja, guck mal, das Strike da hinten. Das hat mitbekommen, dass ich gegen den kämpfe, ne? Von dort hinten aus. Alter, diese X-Saurier, die sind so übelst. Boah, guck mal, was der für ein Damage macht. Ja klar, vielleicht ist der Alu tot, wenn es so weitergeht. Ich steck fest. Goodbye. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Ich finde das übertrieben, wie viel die Saurier fressen. Alter. Oh Gott, ich kann rückwärts hier hochlaufen. Also die X-Saurier mit der Schadensreduktion, das ist so hässlich. Da kriegst du nicht mal 90er Track kaputt damit. Alter Verwalter. Lass mich in Ruhe. Weghacken. Gut, er hat eine gute Angriffsfrequenz, aber das macht keinen Damage mehr. Das ist so asozial. Weil die X-Saurier so eine Resistenz haben, das ist übelst. Ich finde das auch übertrieben. Habe ich ja in der letzten Aufnahmereihe schon mal gesagt. Alter, Alter. Ja komm, da hast du keine Chance. Wir müssen gucken, dass wir jetzt in unsere Base kommen, gleich wenn die Ausdauer wieder voll ist. Das bringt ja nichts. Hat der überhaupt Fressen im Inventar? Nee, ne? Nee. Müssen wir auch noch gleich drum kümmern. Gut, die Trikes lassen ab, glaube ich. Gehen wir mal Richtung Base und gleich rennen wir, wenn die Ausdauer wieder zurück ist. Kommt der jetzt wieder? Der kommt tatsächlich wieder. Ey, du blöde Sau, bleib wo du bist. Mach mir nichts, ich mach da auch nichts, oder? Oder doch. Wenn du willst. Endlich. So, jetzt hat er auch Fressen im Inventar. Ist der Tag gerettet. Das ist schon stramm. Das ist schon stramm, was diese Viecher fressen. Und was für ein Damage die machen. Ja, das werden wir auch später noch sehen, wenn wir so ein Wegsystem wollen oder sowas. Ist irgendwie utopisch. So, schön sieht er aus. Aber leider im gezähmten Zustand, ne, was ja noch dazu kommt, verlieren sie diese Top-Stats. Das ist halt das Problem. Ansonsten wäre es ja halb so wild. Aber du zähmst so einen super starken X-Alo, also in wilder Form sind die super stark und gezähmt, werden diese Werte dann trotzdem nochmal reduziert. Und das ist halt natürlich dann übelst auch im Kampf gegen andere Saurier, weil du dann mit reduzierten Werten gegen super starke Dinos kämpfen musst. Das heißt, du kannst durchaus einen 150er Alo haben, kriegst aber trotzdem Probleme mit einem wilden 150er Rex. Also sag ich mal, wenn... Nee. Ach Quatsch, komm. Nochmal neu. Ich zähme einen 150er Alu, der wird Level 224. Und ich gehe mit diesem 224er Alu einen 150er Alu challengen. Dann ist unter Umständen der 150er Alu in wilder Form stärker wie mein 224er gezähmter. Und das finde ich halt dumm. Das ist ein Unbalancing. Das dürfte nicht sein. Das finde ich echt ein bisschen blöd. Da sollten sie noch ein bisschen was dran rumschrauben. Ja. Weil das finde ich irgendwie nicht so geil. Okay, dann gehen wir doch mal gucken, ob wir die Mission jetzt packen. Jetzt ist es nämlich nicht bockheiß hier. Wir trinken mal nichts. Haben wir noch ein bisschen Öl mit. Ja. Wir essen mal nichts, weil nämlich wenn wir jetzt nichts essen, dann kommt das uns zugute in der Mission. Da können wir uns nämlich durch Essen auch heilen. Also ein bisschen ausgehungert zur Mission. Das könnte vielleicht erfolgsversprechend sein. Start. So, wo sind die Guns? Gib mir eine Gun.
Ich will eine Gun. Achso, warte mal, ich gehe mal noch wieder mal in die First Person. Sonst wird es zu heftig. Bist du für den Spießrutenlauf bereit? Spießrutenlauf, ja. Komm, 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 lade nach. Lade nach. Ich will schießen. Ja, danke. Weg hier, Drecksviecher. Ich komme hier nicht raus aus der Scheiß. Steck mir fest, ey. Na, lauf, Mann. Ah, übelst diese Kamera. Jetzt hab ich's aber. Oh, da war sogar Megalus raus. Oh, ich treffe gar nichts mit dem Ding, ey. Ich steck schon wieder fest. Alter! Was ist denn hier in der ersten Welle bitte schon los? Aber dadurch, dass die Hitze nicht da ist, ist es eigentlich ganz okay. So. Bin mir nicht sicher, ob die Pumpgun die beste Wahl ist. So, mal ein Schlückchen trinken. Hey, trink einen Schluck. Oh, ich bin wieder Level up. Das kann man hier übrigens auch gut machen. Hey, ich habe keine Waffen mehr. Ich habe meine Waffe weggesteckt. Ja, Pumpgun. Lull. Komm, schieß. Man kann doch den Abladen... Entspann dich noch nicht, Überlebender. Den Ladevorgang normalerweise irgendwie wegmachen.